Hallöche Popöche, servus liebe Leute, da sind wir wieder dabei. So, und da war ja eben was, waren wir da doch gerade noch in diesem, just in diesem Moment gestorben. Und ja, sind dann quasi auch gestorben, nicht wahr? Ja, auf unserem Schrottplatz, auf dem alles so schön hätte sein können sollen, wäre dann auch alles schön gewesen, töten. Jetzt haben wir natürlich ein ganz anderes Problem, nämlich... Die Butze ist auf. Und ja. Die Butze ist auf und alle kommen rein, wollen uns in die Fresse hauen, wa? Jetzt ist natürlich die Kacke hier am Dampfen. Herr Kollege. Das ist natürlich mal ober, die Kacke. Jetzt haben wir nämlich Stress am Start. Was ist denn hier los? Meine Fresse, was muss ich jetzt hier schon wieder ertragen? Was ist hier los, Mann, ey? Nehmen Sie mal Ihre Brüste aus meiner Höhle. Einer der Salate. Die machen auch nur mein Kind in die Ruppe. Die Ausgangssperre ist auch für dich, Fettsack. Ertragen. Ich mache das hier mal eben zu. Ah, was ein Stress. Wir haben ja hier eh nichts zu verlieren. Aber ich glaube, wenn sie hier unsere gemütliche Gute-Nacht-Geschichte kaputt machen, das ist schon irgendwie ein bisschen doof, glaube ich. Deswegen lassen wir die hier mal ein bisschen rummachen. Ja, und sehen mal zu, dass wir die Nacht hier rumbekommen. Könnten das Ding natürlich irgendwo anders hinmachen, ne? Aber nee, machen wir nicht. Wir machen erstmal noch mehr Felsen dahin. Was ist denn das da kaputt? So. Ja, in diesem Sinne lassen wir die Nacht mal vorbeigehen. Und was machen wir? Servus, meine Freunde. Es ist ja kurz nach 7 morgens. Ja, guten Morgen, liebe Sorgen. Wir sind wieder dabei. Und jetzt werden wir mal schauen. Die werden ja gleich langsam. Jetzt haben wir natürlich keine Pieke mehr. Das heißt, wir müssen uns eben mal kurz eine neue Pieke machen. Damit wir hier wieder rauskommen. Ich weiß jetzt nicht so genau, was da auf uns zukommt an Zombies. Und da werden wir doch eben mal sehen, was da so ist. Ja, ist ja hier und so weiter, ne? Geschossen hab, ey. Meine Fresse. Jetzt hänge ich hier irgendwie fest. So, oh, da hat er noch einen Shotgun-Round dabei. Ist ja richtig brauchbar hier, die Jungs, wa? Ja, jetzt bauen wir das mal eben ab hier. So. Nein, nicht noch mehr. Wir gehen jetzt mal hier so da rein. Warum ist denn hier kein Stein? Irgendwann ist ja hier schief gelaufen. So. Achso, die Steine mal schön wieder bunkern. Ja, dann werden wir mal gucken, ob wir wieder unseren Heimatplaneten finden. Lass mal raus hier. Raus hier! Wo war das denn jetzt noch gleich, der Schrottplatz? Hab ich wieder vergessen, da unten, glaube ich, ne? Ja, wollen wir da nochmal hinlatschen? Ich meine, da war jetzt auch nichts super Spannendes.
Oder machen wir uns auf einen anderen Weg irgendwo hin? Weiß noch nicht so genau, was denn da unten ist zum Beispiel. Gehen wir da ein. Weil was soll man jetzt da machen? Spannendes. Keine Ahnung. Da habe ich ja auch noch so einen schönen Player-Tipp bekommen. Oh, was ist denn hier los? War das eigentlich, was war das hier eigentlich? Okay. Lalalala. Mal hin, die Straßen sauber machen. Ich bin ja jetzt hier beim öffentlichen Straßenräumungsdienst. Ja, da muss man mal gucken, dass das ganze Gesocks nicht überall rumliegt, wa? Baby, guck mal, du hast da ein bisschen, siehst deine Stress ein bisschen scheiße aus. So, hier waren wir ja überall schon, da brauchen wir ja, genau. Da brauchen wir eigentlich nichts mehr groß zu sagen. Brücke ist auch schon eingefallen, da müssen wir aber jetzt irgendwie drüber. Aloha, hey. Ja, die ist ja im Arsch. Plupp ins Wässerchen rein. Das ist der Unity Pro Wasser. So. Ja, was ist denn hier für eine Session hier? Wir haben morgens 9 Uhr. Da kommen wir wohl nicht hoch, glaube ich. Ach, guck mal an hier, du. Was ich wieder alles übrig gelassen habe. Oh, 63 ist wohl zu viel des Guten, wa? Davon haben wir jede Menge. Ja, da haben wir nicht so viele. Haben wir eigentlich noch hier Gunpowder und Shit? Ja, okay, alles klar. So, dann jogge ich mal eben los. Unser Target ist ja hier die nächste Straße rechts und so. Wir könnten eigentlich auch ein bisschen am Fluss entlang laufen. Das halte ich auch für eine gute Idee. Oh, 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 oh. Mal sehen, was wir hier so Spannendes finden. Aloe-Creme und so. Für Bandagen, ne? Habe ich euch die eigentlich schon mal gezeigt? Bandage hier, 35 Aloe Cremes. Ne? Hier so ein paar Dinge, ich glaube so rum. Da machen wir einfach mal eine Handvoll jetzt, so zum Spaß. So, zack, den Scheiß brauche ich erstmal nicht, ich habe genug davon. Jetzt habe ich nicht volles Leben, jetzt kann ich die Dinge nehmen. Wie essen, rechte Maustaste. Und dann verbindet sich die Schnecke. Okay, auch ganz nett. Nehmen wir auch mal so hin. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube, das war jetzt nicht so der Superbringer, was das an Leben da wieder einhaucht. Ich verletze mich mal kurz. Ach komm, tust du jetzt. Oh, ich gehe ja ganz schön ab. Können wir ein Lied draus machen. So, jetzt gucken wir mal eben, was das so bringt. Ja, gefühltes Viertelleben. Naja, gut, okay. Lass ich mal so im Raum stehen, das kann man lassen. Painkiller ist ja, glaube ich, ein bisschen geiler noch. Aber, okay. Also die Bandage. Oh. Also die Bandage ist jetzt nicht so der Superbringer. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass die Bandage mehr bringt. Aber, also ein Painkiller jetzt zum Beispiel, den man ja doch verhältnismäßig oft findet. Aber na gut. Dann war das eben nicht so die Erlösung. Der ganzen Suppe hier. Super! Daraus können wir natürlich ein bisschen Yucca-Chews machen. Yucca-Chews! Yucca-Chews! Wo ist denn hier der Yucca-Chews? Ja, ist ein bisschen öde hier so in der Wüste. Wie das halt auch im wirklichen Leben so ist in der Wüste, ne? Wir haben aber noch 14 Gläser. Können noch ein paar Pflänzchen oben drauf. Zack! Yucca-Chews! Wer schreibt mich denn da irgendwo an? Ah, wieder so ein Fettsack. Nee, du. Ich bin jetzt nicht so auf Kuscheln. Lass mal gut sein, ey. Ich habe deine ganzen Kameraden hier schon ins Jenseits befördert. Das hat mir gereicht. So, was haben wir hier? Shotgun-Munition. Die brauchen wir ja ganz dringend. Ja. Da sind wir eigentlich irgendwann mal... Was ist das denn? Ist das das Ding? Ja. Attacke! Was ist das denn da alles schon wieder? Das ist ja auch so ein Home is my Castle-Teil. Dann ist ja auch wieder hier so ein, na sag schon, Schrottplatz-Apparat. Jetzt gehen wir doch mal gucken, was da los ist hier. So räumen wir die Bude mal auf. Tingelingeling, tingelingeling, hier kommt der Eiermann, ne? Weil, ui. Die Wände sind aber auch kaum hoch hier, oder? Jetzt hören wir mal auf, ey. Tag, Ladies! Oh.
wird das auf jeden Fall nix. Dann gucken wir mal, was machst du in dem Bett? Ja, die Dinger hier soll ich mal machen, hat mir ein schöner Player gesagt. Die sind nämlich ziemlich stabil so. Habe ich so gehört. Hat er auch ganz recht, habe ich auch schon gehört, beziehungsweise gesehen. Könnt ihr mal aufhören, mir auf den Sack hier zu gehen, jemand, ey. Ich will wieder nur ein bisschen gucken, was ist das hier? Ach, so ein Ofen. So Krabbenmantel, was haben wir hier noch so Feines? Oh, McFly sitzt hier rum. Oh, der hat ja tolle Sachen dabei. Die kannst du ja mal komplett in die Backe klemmen. Lass nur mal mit. Okay, das lassen wir auch so gelten. In der Schrottkarre drin, na super. Und ein bisschen Benzin für die Kettensäge im Zweifelsfalle. Hatte ich nicht ganz viele von den Dingern hier? Ach, die habe ich ja wahrscheinlich verloren. Dummerweise. Ich hab den Eindruck, die Karre hat was abbekommen. What? Was war das hier jetzt eigentlich hier? Zeiger, Digga. Von dem einen Schuss jetzt explodiert ist die blöde Karre oder was? Ah, gut, hauen wir uns den Verband rein. Ne? So, hier ist noch so ein Fässchen, das nehmen wir mit. Hier ist ein Kühlschrank, da gibt es erstmal cooles Bier. Ach, jetzt hab ich das Scheißding mitgenommen, weg damit. So, was haben wir hier noch? Gehen die eigentlich kaputt davon? Klick, 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 das ist nicht so gesund. So, so machen wir das mal eben. Dann gucken wir uns mal hier entspannt um. Da vorne steht anderer Schrott rum. Oh ja, Benzin. Tonnenweise Benzin, das brauche ich ganz dringend. Okay, dann haben wir hier noch so ein Fässchen. Hier noch so ein Ding. Hier habe ich irgendwas latschen hören. Okay, da kommt wieder Captain Ahab angetrabt. So, das ist hier alles nix. Lass mal schauen, was haben wir hier noch so Schönes. Nix. Oh, was ist denn hier? Oh, ja, was bist du denn? Guck mal, ein Maschinengewehr. Ja, fein. Da schleicht sich doch schon wieder einer rum hier. Suitcase. Oder weg da von meinem Suitcase. So. Potato Seeds. Forging Metals. Ja, was ist denn hier? Und Zündschnur und Forging Metals. Was hebe ich denn hier alles mal auf so? Ich bin irgendwie vollkommen überfüllt irgendwie so. Aber gut. Wir laufen hier mal so cool weiter. Packen alles einmal befinden. Replicator und so, ja. Hier sind wieder diese Schrottdinger, wo man oben drauf kann. Oh, Chest. Oh, ist ja ein toller Chest. Ist auch extrem ruhig hier geworden gerade, oder? Hallo? Silence! Oh, ein Stuhl. Oh, da liegt ein abgesägter Mensch. Da ist er nicht lecker, der Kleine. Hm? Ja. Wir haben noch die kleinste Tasche der Welt. Ne? Handtasche, Zalando und so. Ja, wir haben ein Sleeping Bag. Ein Autoschen. Mit noch einer Shotgun. Oh, lass mal drin jetzt. Explosivmaterial. Haben wir noch so feines. Die Dinger hier, ja, die sollen ja stabil. Also, die sind nicht so schwer herzustellen eigentlich. Genau genommen sehr einfach. Und wenn die wirklich stabil sind, dann wäre das ein kleiner Fail, sag ich mal. Ne? Die werden ja einfacher herzustellen wie alles. Ist ein Auto hier, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Das Auto backt ja mal kaum. Ein Glück. Kann man da auch nicht durchlaufen und so. Aber auch irgendwie nur von einer Seite. Das ist ja super, wenn du PvP spielst. Kann sich einfach hier drinnen verstecken. Ja, duckt sich hier. Und wenn so ein Pisser kommt, schießt er einfach in den Kopf. Ist doch brauchbar, oder? So, was haben wir hier in den Rucksack? MG-Munition und Frisasalien, aber natürlich das Falsche. Oh, toll. Das ist ja super. Ja. Mülltonne, Schrottmatte. Oh, guck mal, was ich finde. Oh, wie geil ist das denn? Guck mal, was ich gefindet. Oh, Taschenlampe. Eine Taschenlampe in der Tasche. Wer hätte gedacht, ne? Das ist auch ein. Ach. Checken, checken, checken. So, noch eine Tasche. Noch eine MG. Ja, mei. Die brauchen wir ja schon, geh.
Es könnte ja der Krieg ausbrechen. Es könnten ja lauter noch mehr Entgegen. Okay, okay. Das kann ich gar nicht mehr sagen, groß. Machen wir das mal so, so und so. Dann rutschen wir das mal rein hier, das Zeug. Ah, schütt mal weg, Tussi. So. Ja. Dann gehen wir mal hier runter von dem Gebilde. Schauen uns mal eben hier drinnen um. Ich glaube, das ist, what? Den wollte ich eigentlich haben. Schöne Hochregale. Immer gut. Kann man ja super gebrauchen. Ein kleiner Chest noch. Cobwebs drinnen. Ah, okay. Ist hier wieder so alles voller Spikes? Ne. Jo, dann ist ja ganz nett hier. Könnte man ja glatt mal drin wohnen, wa? Oh, Penke das, nimm er mit. Scrap das nimm er immer mit. Das habe ich jetzt keinen Bock drauf und das ist auch nix. Hier ist noch so ein Explosivgerät. Was ist das denn? Was war das, was da eben, was man da sehen konnte? Der Hase war das. Hier war ein Hase drin. Meine Fresse, was gibt's denn hier? Lamp. Lamb and Dozen Food. Guck mal, ich hab immer noch Hunger. Was ist das Ding? Ja, dann nehmen wir noch Bottled Water mit. Und was ist das? Potato Seeds. Ich wollte die ja unbedingt mal anbauen. So, fress mal, Mutti. Und rein damit in die Binde. Dann geht's hier gleich weiter. Zupf, zupf. Jo, ne? Recht, Checkoff. Dann gehen wir mal in die erste Oberetage. Ja, hier ist doch mal entspannt, wa? Hier war doch ein Wand. Ja, ein Wandzelt, würde ich sagen. Wow, Shotgun Rounds. Na ja, gut, das kann man eigentlich gar nicht durchgucken. Hier gibt es jetzt nichts Spannendes mehr, glaube ich. Jede Menge Dosen. Hier gibt es noch so. Ration, das Ding. Dann geht es hier noch eine Etage rauf. On the roof, the roof, the roof is on fire. Ihr wisst ja, ne? Oh, Scrap Martell. Das ist ja original hier, my home is my castle, das Ding. Jetzt überlege mal, was man hier alles drauf machen könnte auf dem Gebäude. Hier kannst du dich ja gegen Zombies absichern. Ohne Ende. Müsstest du ja theoretisch, das ist ja die Krux an der Geschichte. Warum man allerdings mit der Treppe hier an der Wand rauskommt, ist auch ein bisschen lame, oder? Übrigens, die Dinger hier geben auch Scrap Metal. Ja, wenn das mal einer fragt hier. King Kong schlägt die nämlich mit einem Schlag mal hier platt. So, man könnte hier einfach eine Mauer machen oder hier die Treppe wegsprengen. Und schon kommt hier keiner mehr hin. Ne? Wenn dich mal...